Anderthalb Sekunden gut gemacht in der letzten Runde. Das wird jetzt nochmal ein Brüller. Let's brüll. Wahnsinn. Hätte ich so jetzt auch nicht vermutet, aber schön. Ja, ist wirklich toll, dass man hier am Ende vom Rennen das noch so sehen kann, ne? Ja, es ist der Traum. Also vor allem in so einem Rennen mit mehreren Rennklassen ist es ja wirklich nicht der Standard, dass man so eng ins Ziel kommt. Schon gar nicht so eng. Also das ist ja nun wirklich, ja, ganz eng. Ja, wenn du dann die letzte halbe Stunde da eigentlich schon weißt, wie das dann ausgeht, ja, es sei denn, es verunfallt natürlich einer, das ist auch schade. Ja. Na ja, gut, wir kennen das ja nun auch, 24-Stunden-Übertragung, da hat man ja wirklich stundenlang manchmal überhaupt nichts Zweikampfähnliches und zum Ende hin auf einmal wird es wieder alles ganz spannend und ganz eng und dann kommen die Strategien zusammen und dann wird es auf einmal wieder irgendwie, ist es gar nicht so viel auseinander. So, jetzt aber hier gibt's Lichthupe, das war zum Bedanken. Ja, nochmal, das kann allerdings auch schon so ein bisschen in Richtung Wilke gehen. Junge, ich komme, ich mach dich nass. Wir haben noch 3 Minuten 25. Ja, du weißt es nie, einmal bei einer Überrundung irgendwo ein bisschen abgerutscht oder aufs Gras oder ein kleiner Rutscher. Also ein Fehler jetzt von einem der beiden und das war's. Also macht Erdschin einen Fehler, ist Wilke durch die Nummer. Macht Wilke einen Fehler, ist Erdschin vorbei. Und ich glaube, jetzt haben wir's schon. Nee, das war eine Überrundung. Nee, das war eine Überrundung, aber das ist schon... Ja, das ist aber jetzt genau das, was ich eben meinte. Wilke ist hier deutlich besser durchgekommen. Und Erdschin verliert jetzt hier wieder wertvolle Zehntel. Die er sich in den Runden zuvor mühsam zusammengefahren hat. Aber was soll er machen? Ich meine, ne? Ja, das ist es. Er muss ja vorbei. Da heißt es jetzt natürlich den Spagat zu schaffen zwischen Brechstange und Fairness, ja. Fairness und natürlich auch nicht zu viel Zeit zu verlieren, ja. Also da kann man wirklich nur sagen, Hut ab, es sind immer noch 2 Sekunden und wir dürften jetzt, Moment, wo ist jetzt der Erste? Ist der jetzt schon über Start und Ziel? Oh, das wird ganz eng, 1,49, nee, die fahren noch eine Runde. Das wird noch eine Runde. Ja. Die sind ja noch gar nicht auf Start und Ziel, das ist ja, ich beiden Geraden verwechselt, ja. Ja, genau, aber genau. Jetzt wird es noch eine Runde. Ja. So, dann dürfte das jetzt die letzte Runde sein, die anfahren, das haben sie auch noch gut hingetimt. Und Erdschin holt sich hier wirklich jedes Fünkchen Windschatten, selbst von einem GT2 noch. Und jetzt ist natürlich hier Alarm. Jetzt ist hier Alarm. Und guck mal, der fährt die schnellste Rennrunde. Ja. Wahnsinn. Und das trotz dieser Überrundungsmanöver. Ja. Jonathan Erdschin macht hier wirklich Battle-Alarm. Das kann man nicht anders sagen. Da kannst du fast nicht hinschauen, Lütz. Ich kann da mit Faszination hinschauen, weil ich den Erdschin kenne. Und jetzt hat er genau das Problem und dreht jetzt auch noch einen um. Jetzt, das war's. Das holt er nicht mehr auf. Ich meine, das war Olaf Ness, den er da umgedreht hat. Das war der Lemon-Sackschwitze-Corvette. Im Schießer Feinripp Design. Das wäre denkbar, ja. Es sah ganz danach aus. Olaf, verzeih es dem Jonathan, der ist hier echt um sein Leben gefahren. Ja, aber das war's. Das kann er nicht mehr rein. Nein. Da kommen auch keine Stellen mehr, wo er jetzt noch irgendwie. Na, der ist dran. Der ist dran. Nee, das wird nichts. Das wird nichts mehr. Da qualmt's mächtig. Die
wie geht es hier? Noch ein Sack Schwitze. So, herzlichen Glückwunsch, müssen wir sagen, zu Peter Stefan Wilke vom Virtual Racing Sports Team. Ja? Ja, und auch natürlich an die P2, an den Jonathan, der uns hier genau. Die Runde noch vermächtig Alarm gesorgt hat. Richtig, richtig. Jonathan Erschin holt sich den zweiten Platz. Dritter geht sehr wahrscheinlich an Florian Sixel. Ja, der ist schon durch. Und freut sich auch. So, in der GT-Klasse. Sehen wir. Auf Position Gesamtplatz 18 den Christian Simunic hier mit seinem ersten Sieg in der Saison. Richtig. Vor Johannes Schafranka und Robin Ricker hat es doch noch aufs Podest geschafft. Moment mal, der fightet hier noch. Nee, ne? Der Ricke faltet hier noch um den zweiten Platz. Ach, guck an. Das ist ja mal der Oberkracher. Also wir haben hier auch in der GT2, Entschuldigung, wenn wir das nicht schon eher gezeigt haben, jetzt auch mal uns anstupsen können. Ja, Wahnsinn. Oh, warum gibt der jetzt Lichthupe? Will er verunsichern oder wer ist das nicht? So, jetzt geht er nach außen. Und das dürfte es gewesen sein, so sollte er durchkommen. Das spitze Anfahren, die Kampflinie war der Fehler. Robin Ricke holt sich in der Zielkurve Platz 2. Na, das gibt's doch nicht. Ja, Wahnsinn, oder? Lutz. Geil, dass wir es noch gesehen haben. Robin Ricke holt sich hier Platz 2 vor Johannes Schafranka auf Position 3. Ja, in beiden Klassen so ein knappes Finale. Hut ab. Aber wirklich Hut ab. Auch wenn es jetzt hier nur in Anführungsstrichen um Platz 2 ging. Aber das war ja nochmal sensationell geil. Also grandioser Sport hier, den wir hier heute Abend erleben durften. Das war wirklich vom Feinsten. Ja, war ein toller Rennabend. 40 Fahrer am Start. Und wenn ich es richtig sehe, nee, wir hatten sogar mehr am Start. Ne? 42, ja. 42 am Start und 35 Fahrer im Ziel. Ja, das ist auch ein guter Schnitt. Das ist ein sensationell gutes Ergebnis. Und ja, 7 Ausfälle, also das kann man wirklich verschmerzen. Also was heißt verschmerzen? Für die Ausgefallene ganz sicher nicht, aber natürlich insgesamt übers Event betrachtet, feine Sache. Ja, so, jetzt macht Schafranka nochmal eine Pirouette. Die war sicherlich nicht absichtlich, aber vielleicht auch ein bisschen bezeichnend. Er hat alles gegeben, er hat sich ewig an Roberto Schünemann aufhalten müssen. Der dann irgendwie aus einem, bei einer Überrundung zu Schaden kam, dann endlich kam er vorbei und ja, mein Gott. Ja, nachreichen können wir noch das Ergebnis von Ralf Gilles, der jetzt immerhin noch auf Position 11 angekommen ist. Na, wir lesen die jetzt nochmal einmal kurz hier vor. Ich mache genau. Die LMP, du die GT. Stefan Wilke gewinnt vor Jonathan Erschin und Florian Sixel, Platz 4 für Thomas Batzke, Frank Fleini auf der 5, 6. für Carsten Rimichen, 7. Markus Bräuch, 8. Robert Schauderner, 9. Tobias Soltau, 10. Heiko Schünemann, 11. Ralf Gilles, 12. Andreas Geißler, 13. Martin Reinheimer, 14. Tim Haritz, 15. Frank Schuster, 16. Günni Hessbrücken, 17. Thomas Speer und du bist dran. Ja, die GT2-Klasse wurde gewonnen von dem Christian Simunic auf P1, der Robin Ricke auf P2, das Podest vollständig dann der Johannes Schafranka auf der 3, Position 4 Roberto Schünemann, Position 5 Daniel Ehrlich, Position 6 der Veit Unkel, 7 Olaf Ness,
die 8 Sylvio Dörr, Stefan Bäumer auf der 9 und die Position 10 wird besetzt von Andreas Freimann. P11 für den Andreas Heigl, P12 Richard Kram, 13 der Niklas Propatnik, 14 der Fabian Quarter, 15 der Oliver Ernst, 16 der Heiko Koch, 17 der Kai von Lutz, du musst mir wieder helfen. Sichotski. Dankeschön. Und 18 ich ja der Marc Schneeweiß auf der letzten Position. Ja, Wahnsinn. Ich finde das total spannend, dass ich dir da bei dem Namen helfe, obwohl du den viel länger kennst als ich. Ich konnte den auch schon besser, aber vielleicht, ja, war es halt die Aufregung. Im Stream ist das immer ein bisschen anders. Da ein bisschen ja. So, wir sind durch mit dem Thema und es wäre super schön, wenn wir die ersten drei Sieger jetzt hier bei der Klassen hier ins Interview bitten dürften. Hoffentlich lehne ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, weil das war, glaube ich, nicht angesagt, ne? Nö, hatten wir nicht vorbereitet, aber jetzt hoffen wir mal, dass da vielleicht der ein oder andere sich bereit erklärt, ne? Kommt mal einfach in diesen Ruheraum rein oder beziehungsweise, ihr könnt eigentlich gleich in den TV-Broadcast-Channel, ihr braucht auch nicht erst auf die Casting-Couch, wir gucken nicht erst, ob ihr auch gut ausseht. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Doch, da kommt der Jonathan. Das ist doch schon mal fein. Jonathan, du brauchst nicht auf die Casting-Couch. Du kannst gleich zu uns kommen. Hallo, Jonathan. Herzlich willkommen hier zur kleinen Pressekonferenz heute zum zweiten Lauf der ALMS Sackschwitze Europa Liga ALMS. Jonathan, ich fange jetzt mal ganz doll an. Kannst du überhaupt schon sprechen? Ja, ja. Sicher? Also... Yes. Ja, also gut. Okay. Letzte Runde. Es gibt ja nicht viel anderes zu sagen. Es war ein tolles Rennen, ihr habt alle ganz viel Spaß gehabt, aber eigentlich hättest du nur die letzte Runde gebraucht, oder? So für die Nerven und für alles. Wenn der eine GT nicht im Weg, dann wäre es vielleicht ausgegangen. Oder ja. Eine Runde mehr. Dann wäre ich auf jeden Fall dran gewesen. Ob ich vorbeigekommen wäre, das wäre eine andere Sache. Aber ich habe nicht die letzten vielleicht 10 Runden oder letzten 10 ziemlich stark aufgeholt. Da habe ich gedacht, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Wilke vor mir landet. Dachte ich mir, ja, alles oder nichts, voll aufgedreht und dann was geht. Ich habe eine Special Question und zwar Runde 20. Was war denn da? Ja, da du und nicht Batzke Sixel. Nee, Moment. Jetzt weiß ich es selber nicht ganz genau, das müsste ich selber gucken. Nee, ist schon alles raus. Auch nicht mehr zusammen, ja. Ja, beide mit einer 2,27,7. Der eine mit einer 7,016 und du mit einer 27,767. Eine Runde. Ja. War das ein Unfall zwischen euch beiden? Es war auf alle Fälle dann auch ein Vortex-Auto. Nee, ich denke, das war Wender und der Flyney. Ich hatte keinen Unfall. Außer es war vielleicht eine Zeit, die in der Box war oder so. Naja, in Runde 20 für einen Boxenstopp war es zu kurz. Nur 2,27, finde ich. Also das ist ja mal gerade so eine Durchfahrt. Ja. Nein, wenn man die Reifen nicht wechselt, dann könnte es sich ausgehen. Wir haben im ersten Stint, beim ersten Stopp die Reifen nicht gewechselt. Und ihr habt zweimal gestoppt. Ja, genau. Dann war es genau das. Wir kamen es ein bisschen kurz vor für einen Boxenstopp und von daher. Die also, Harten aufgezogen und nur einmal nachgetankt. Beim ersten Stomp sind wir die Harten, die wir beim Start hatten, durchgefahren. Zwei Stomps. Ja. So, ich bin jetzt mal ganz, ganz mutig und hol mir jetzt einfach mal den Semjonic hier hoch, ob der jetzt will oder nicht. So, Herr Semjonic, ich habe Sie jetzt mal einfach hier. Ach nee, halt, der ist noch gar nicht da. So, jetzt. Jetzt haben wir ihn hier. Herr Semjonic, können Sie uns hören? Ja, laut ja. Das ist wunderbar, weil von alleine wärst du ja wieder nicht gekommen, da bist du ja mal feige wie sonst was. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber, zum ersten Sieg hier im zweiten Lauf. Das versöhnt doch ein bisschen zum ersten Rennen hin, oder? Ja, fair, obwohl es fast noch in die Hosen gegangen wäre. Ich habe mit dem Sprit ein bisschen verrechnet. Am Schluss, es hätte wahrscheinlich gereicht, aber ich wollte es dann nicht riskieren. Und ja. Den Vorsprung, den ich hatte, wegen den 5-6 Boxenstopp, das ging schon. Was war am Anfang los? Du standst ja vorne und Robin Ricke konnte relativ zügig an dir vorbeigehen. Hat dann auch ein bisschen
Vorsprung ausfahren können. Was war das strategisch bedingt? Hattest du mehr Sprit oder hast du es einfach langsamer angehen lassen, andere Reifen oder war es einfach so? Ja, ich denke mal, das könnte ein Reifenthema gewesen sein, weil er ist ja dann auch ziemlich schnell dann wieder näher gekommen, kurz vor seinem Pitstop, weil ich denke, er ist auf Soft gefahren. Das könnte gut sein, weil er hatte da ein bisschen Probleme, so hat es ausgesehen von hinten mit den Bremspunkten und in den Kurven. Ja, da kam ich dann halt wieder vorbei. Er ist auch ziemlich früh rein, was mit dem Porsche eigentlich vom Sprit her müsste mehr drin gelegen haben. Vielleicht ist er auch mit Motorenprogramm 3 gefahren, ich weiß es nicht. Aber ja. Bei mir ist es strategisch eigentlich ziemlich gut aufgegangen, bis halt das kleine Malheur am Schluss. Und ich habe auch noch einmal Reifen gewechselt. Also von dem. Ah, okay, alles klar. Ja, jedenfalls eins der spannendsten Rennen, die ich bis jetzt gesehen habe, im Bereich, in Rennen, in denen zwei Klassen gefahren wurden. Langstrecke kann man ja nun nicht wirklich sagen, aber auf alle Fälle, was zwei Klassen betrifft in einem Rennen, das war schon wirklich extrem spannend. Hattest du Probleme beim Überrunden, beim Überrundetwerden oder ging das eigentlich alles so ganz gut bei dir? Dieses Mal muss ich sagen, war es einmal ein bisschen knapp, aber sonst war es nahezu perfekt. Also es ging eigentlich mit allem ganz gut. Also dürfen wir auf einen positiven Forenpost von dir gespannt sein? Ja, ich denke schon, ja. Ja, wir haben auch, der Lutz hat es auch gesagt, Anfang vom Rennen. Also wir hatten wirklich oftmals genauso viel oder meistens eigentlich genauso viel Spaß, die ganzen Überrundungen anzuschauen, wie jetzt die wirklichen Überholmanöver, weil es da auch teilweise so eng zuging, aber zumindest was wir gesehen haben, war es einfach auch immer fair und es war immer noch die nötige Luft zum Überleben da. Ja, also großartige Geschichte. Wir müssten dann vielleicht... Nein, wir machen noch lange nicht Schluss. Nein. Wen sehe ich denn da ganz unten? Der Herr Wilke. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Stefan, ich muss sagen, ich habe mich bei dir ein bisschen geirrt. Du warst ja relativ zeitig in der Box und bist auf Platz 9 gelandet, wenn ich mich ganz schwer irre. Ja, genau. Nach deinem Boxenstopp. Und hattest dann doch relativ viel Rückstand auf die Spitzengruppe. War dir klar, dass du, warst du auf einer anderen Strategie oder erzähl mal ein bisschen? Ja, ich denke, ich hatte von Anfang an eine andere Strategie. Hatte auch, glaube ich, andere Reifen, wie die am Anfang hatten, die Leute, die Jungs. Und ja, gut, da habe ich am Anfang ziemlich viel pushen können. Bin auch ein anderes Motorprogramm gefahren, damit ich, weil ich Qualifying habe, ziemlich verkackt. Das ist das erste Mal dran vorbei und das konnte ich schon irgendwie ganz schnell lösen. Ja, ging das dann hinterher auch wieder über die Reifen, wie einige andere auch hier gemacht haben. So, und nun hattest du ja dann den Jonathan im Genick. Ist dir, oder sagen wir mal so, wann war dir klar, dass es jetzt richtig eng wird? Ja, das war 4 Runden vor Schluss, wie ich gesehen habe, Jonathan aufgeholt hat. Gut, ich habe das Motorprogramm nochmal höher geschaltet oder so, aber die Reifen waren so hinüber, da ging nichts mehr. Ich hatte noch einen Zwischenfall vorher, da war mein Diffuser flöten gegangen. Das hat mir auch 3/10 pro Runde gekostet oder so. Ja gut, mit angeschlagenem Auto, aber Glück gehabt. Ja, ja, also das... Weiter, da wäre es eng geworden. Ja, richtig, richtig. Naja, wenn der Zwischenfall vielleicht nicht in der Schikane gewesen wäre, dass der Jonathan den GT da nicht getroffen hätte, ich glaube, das war der Olaf Ness. Dann wäre es vielleicht wirklich richtig eng geworden, aber dann war das Ding da. Wie ist das Feeling so? Ich sag mal, hast du mit dem Sieg heute gerechnet? Nein, eigentlich nicht, bei den starken Leuten hier, muss man sagen. Also ich hätte so mit Podium vielleicht gerechnet, wenn ich durchkomme, Sieg. Nee, nicht wirklich. Okay. Ja, meine Herren, dann haben wir wenigstens die Sieger der beiden Klassen und den Jonathan hier gehabt. Und fürs nächste Mal, Matthias, vielleicht können wir das irgendwie ein bisschen im Vorfeld organisieren. Das war heute so ein bisschen so ein Schnellschuss. Also ist kein Vorwurf, im Gegenteil. Schön, dass es trotzdem noch geklappt hat, dass ein paar Leute hier kommen, dass wir dann also vielleicht ein komplettes... Also du meinst, wir laden dann den Stefan und den Christian beim nächsten Mal gleich schon von vornherein ein. Genau. Habe ich richtig verstanden? Ja, genau. Ja, genau. Na, hast du den erzählt genau. Bis dahin. Ja, ich muss nur nochmal sagen, alles ist super fair abgelaufen, muss man sagen. Echt top. Ja, das freut einen zu hören. Also ich denke mal, das wird die Orga, wird das besonders freuen, das kann ich nachvollziehen. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Sonntagabend jetzt hier zumindest im Fernsehen. Und Christian geht jetzt noch ein bisschen mit seinem Tamagotchi spielen und ich sage jetzt hier Tschüss
Und Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder mit dabei. Ich nagel dich jetzt mal einfach fest. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder da. Hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Lutz. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns in 2 Wochen wiedersehen. Genau so sieht's aus. Also, bis dann und tschüss.